Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und unserer Lara Croft im tollen Dingens-Outfit und Schützen, ne? War das nicht Schützen-Outfit? Ja, wir gehen mal hier weiter, hier waren wir noch nicht. Möchte ich, warte mal, nein, nein! Oh Gott, sie ist gestorben. Habt ihr gesehen, da war noch eine Etage tiefer, waren noch Sachen und ich hab mich leider deswegen in den Tod gestürzt. Das macht doch nichts, oder? Kein Problem. Vielleicht sollte ich aber diesmal nicht hinunterspringen, sondern eher hier so jetzt lang. Och nö. Boom. Sind die anderen? Brenne. Da. Ich glaube, der ist auch hin. Kommt jetzt hier noch jemand oder? Da hinten ist wohl noch mehr. Da sind. Nee, oder? Wo sind denn die nächsten? Weiß ich nicht. Lasst euch doch mal blicken, Leute. Damit ich euch töten kann. Gut. Macht wohl doch nicht viel los. Doch, die Musik geht noch weiter. Ich dachte, ihr hört jetzt auf. Hallo. Wo seid ihr alle? Eigentlich wollte ich ja noch weiter runter, weil hier Sachen waren. Und das... Ja... Genau, da gehst du jetzt mal hin, weil da waren wir noch nicht. Habe ich hier nicht einen guten Blick eigentlich auf ein paar Leute mit ein bisschen Deckung? Aber ich sehe niemanden, aber die Musik läuft weiter. Da sind noch mehr, nur die kommen bestimmt erst raus, wenn ich hingehe. Das ist total klar. Hallo. Okay, gehe ich mal hier lang. Ah. Was haben wir hier Schönes? Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel. Okay, ganz viele Inros, die wir hier finden. Und Muni. Muni ist auch immer schön. Wo guckt sie hin? Wieso guckt sie da so hin? Kann ich das hier... Achso, ich kann mir hier Feuer nehmen. Was bringt mir das denn? Wahrscheinlich nur für diese Höhle da. Kann ich noch was hier... Was mache ich hier eigentlich? Wo soll ich hin? Da komme ich her. Ich habe aber keine Leiche vergessen, ne? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann geht's weiter. Im Kreis herum, in der Ecke ist auch nichts. Leute. Nein. Ich muss den da oben unbedingt kalt machen. Das ist scheiße. Erhol dich bitte. Der da oben.
Natürlich stehst du unter Beschuss. Du beschießt mich ja auch. Nein, 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 nein. Oh, Mann, oh. Oh, das gibt's nicht. Ey, ich hab den doch jetzt getroffen, oder nicht? Endlich ist er tot. Du Arsch, und ich hätte dich gerade getroffen. So, war da jetzt auch noch einer? Das Gefühl war mir immer so. Leute, war's das mit euch? Mir regt mich langsam auf. Okay. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hallo. Leute, was ist los mit euch? Also manchmal treffe ich wirklich nicht und manchmal treffe ich und die sterben trotzdem nicht. Also die stecken schon eine Menge ein. Aber ich sagte ja auch Lara, er auch, so ist nicht. War es das jetzt mit euch? Ich habe keine Ahnung. Oh, geheimes Grab in der Nähe. Das ist natürlich auch schön. Ich finde, wir hatten schon ziemlich lange kein Grab, muss ich sagen. Ich habe mich schon ein bisschen gefragt, ob ich die Karte nicht gut immer angeleuchtet habe oder so. Aber naja. Ist das hier oben das Grab? Wo ist denn das Grab? Ist das hier? Oder da? Kann man da überhaupt lang? Ja. Mhm. Okay, gehe ich da mal hin. Darüber. Huch. Dann springe ich. Und sammle alles ein, was ich so bekomme. Okay, sehr schön. Und noch mehr Sachen, noch mehr Bergungsgut. Was bedeutet Bergungsgut in diesem Falle auch? Was findet sie da immer? Ausrüstungsgegenstände oder weiß auch nicht. Das ist eine Menge Bergungsgut da in dem Netz. Wenn ich das runterkriege, dann habe ich Glück. Und ich hoffe, dass das auch mit Grab hier gemeint ist. Aber noch bin ich ja nicht da. So, dann gehe ich mal hier rüber. Vorsichtig. Geo. Sehr schön. Und hier runter. Da komme ich nicht weiter. Das ist doch kein Grab hier. Das ist irgendwie nicht das, was ich... Weiß gerade nicht, wo hier Grab und so. Ne? Merkt ihr? Noch einer. Es ist schön, dass ich hier diese ganzen Geo-Dinger finde, aber irgendwie... Ah, und noch so ein. Das Alarmteil, das mache ich auch kaputt. Kaputt. Kaputt, kaputt. Und noch mehr. Nee, doch nicht. Das war nur die Sonne diesmal. Okay. Dann. Was habe ich hier?
Jetzt entferne ich mich aber eigentlich schon wieder von da, wo ich hin wollte. Aber egal. Nee. Nee. Das bringt nicht wirklich was. Und ich brauche auch Muni. Von was brauche ich Muni? Von meinem Gewehr. Ist da oben was? Kann man da hin? Nee, ich glaube nicht. Das war zu. Ja. Ich hoffe, ich werde nicht immer leiser hier, während ich rede. Ich habe immer das Gefühl, meine Stimme wird immer leiser. So, während ich vor mich hin nuschel. Aber nein, ich bin noch da. Ich bin nur am Überlegen, was ich jetzt mache. Ich will ja gar nicht den regulären Weg nehmen. Ich will halt, ja, will eigentlich das Grab gerade finden. Ja, oh, du kannst aber schön springen. Ja, yippie, springen mit Lara. Hui. Okay. Dann nicht. Ist da das... Da... Nee, da komme ich doch her, oder? Ich glaube, da komme ich her. Nee, hier war ich noch nicht. Hier war ich doch noch nicht. Ja! Ich frage mich immer, und das habe ich mich gefragt, seit sie das mit den Feuerpfeilen machen kann, wie macht sie das denn? Sie zündet die mit dem Feuerzeug einfach an, oder was? Ich meine, das ist doch gar nicht machbar. So, wisst ihr, was ich meine? Immer so... Was, da muss ja irgendwas sein, was brennt. Da muss doch irgendwie was, ne? Ich weiß auch nicht. Ist da oben was? Hallo? Nein. Da kommt... Ich habe mich schon erschrocken, dass sie es kaputt gemacht hat. Muni. Ich verballer ja auch eine Menge. Ich glaube, das ist wieder so der reguläre Weg. Hier will ich aber gar nicht hin. Ich will das Grab finden. Oh. Hallo. Guten Tag. Ich habe sie gefunden. Und jetzt gehören sie mir. Ihre Sachen. Und so. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ist auch schön. Da ist wieder so ein Ding. Nein! Oh Gott. Hilfe. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Wie mache ich das jetzt? Wie komme ich da wieder ab hier? Aha. Wie habe ich das jetzt gerade eben gemacht? Wo komme ich her? Von hier, ne? Ja, genau. Und ich wollte eigentlich da vorne hin. Kann ich doch auch. Ich muss doch einfach nur hier hoch. Genau. Dann kann ich das kaputt machen. Mach es kaputt. Mach es kaputt. Haha. Oh. Noch ein Geo. Sehr schön. Ja, aber wo ist denn jetzt hier ein Grab? Also es ist eine tolle Aussicht, aber wo ist das Grab? Da soll ich hin. Ist da vorne was? Ah. Ah, doch, es brennt. Ah, kann ich das jetzt da hinschießen? 2 von 5 Abbildern zerstört. Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Aber ich habe wohl schon so ein Ding zerstört. Ist da oben irgendwas, wo ich noch hin kann? Es gibt hier immer so viel zu tun. Echt, ich... Nur ich habe keine Ahnung, wo es hier... Wenn hier steht Grab in der Nähe, dann... Wo soll ich dann lagen gerade? Keine Ahnung. Da ist noch so eine Sirene. Da könnte ich auch rüber. Ich will da aber gar nicht rüber.
Da könnte ich noch das kaputt machen. Da ist es gerade, glaube ich. So, das waren 3 von 5. Ich glaube, da muss ich hin. Jawohl. Lass dich mal. Nein. Oh, das war ein bisschen zu schnell. Wollte da eigentlich langsam runterklettern. Aber hier muss ich lang. Ich glaube, da unten muss ich hin. Da ist auch ein Lager. Da ist ein Seil. Dann muss ich also doch noch nach oben und dann da lang und so, ne? Ja, okay, alles klar. Hier so. Hui! War ich hier nicht gerade eben schon? Anscheinend noch nicht, weil hier ist ein Lager und das habe ich noch nicht gesehen. Bin ich wohl gerade drum rumgelaufen, oder? Weil hier war ich doch gerade, oder nicht? Ich glaube schon. Ja, ich hätte einfach nur nach rechts gemusst. Ich Idiot. Wir haben Fähigkeitspunkt, wird ja auch mal wieder Zeit hier. Wir müssen uns ja auch mal überleben. Upgrades, Jäger-Upgrades, Kämpfer-Upgrades. Überleben haben wir nicht gerade viel, finde ich. Pfeile wiederfinden. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Plünderung finden sie bei toten Feinden, versteckte Taschen, bla bla, Munition. Klettergewandtheit. Verbessern sie ihre Kletterkünste, um sich schnell fortzubewegen, Stoßstehen zu vermeiden, Orientierung. Geschärfte Sinne, um versteckte Belohnungen zu finden, finde ich auch gut. Kartografie. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Aber das kann ich ja auch noch gar nicht machen. Aber wir könnten ja die Orientierung mal machen, dann können wir das andere auch machen. Oder? Ja. Nö, dann mache ich das mal mit der Orientierung. Sammelobjekte sind auf der Karte sichtbar und leuchten hinter Mauern auf, solange ihre Überlebensinstinkte aktiv sind. Das ist vielleicht nicht gerade das Wichtigste zum Kämpfen jetzt so. Aber, oh nee, warte mal nochmal. Nochmal. Und dann will ich auch nochmal die Ausrüstung. Ich glaube, da können wir auch nochmal was machen. Genau, dann kann ich ja jetzt das andere fertig machen hier. Nee, das war es gar nicht. Die Pistole, ne? Genau. Dann habe ich die nämlich jetzt, die Schnellfeuer-Modus-Waffe, eigentlich fertig. Ist die jetzt nicht kompletto, tutti, oder? Ich glaube schon. Nee, immer noch nicht. Da, die kann sich auch nochmal verbessern, indem wir dann halt weiter Sachen finden und so. Okay. Aber wir haben immer noch 203 Punkte. Können wir die nicht auch noch verteilen? Wäre doch gut. Ist da nicht irgendwas bei, was ein bisschen weniger Punkte braucht? Schade. Ich glaube nicht. Nee. Okay. Aber ein Versuch war's wert. So. Jetzt aber los. Da rein. Glaube ich, oder? Ist das hier das Grab? Ich hoffe. Wir, wenn nicht. Oder ist das jetzt hier der reguläre Weg? Nee, ich glaube nicht. Oder? Sieht doch aus wie ein Grab. Oh nein! Wo will sie jetzt lang? Ist das jetzt der reguläre Weg? Ich wollte doch zum Grab. Ist das nicht das Grab? Sieht aber so grabig aus. Muss das Grab sein. Was war hier links noch? Hallo? Hey. Okay, da geht's da lang. Ich will aber noch mal wissen, was da auf der rechten Seite war. Einfach mal drumherum gelaufen. Okay. Noch mehr Feuer. Feuer. Wie blöd ich auch bin. Ich hätte doch gerade beim Lagerplatz lesen können, was da steht. Das Grab der, bla bla bla. Das laufe ich jetzt wieder zurück? Nein.
Da. Das ist das Grab. Ja, optionales Grab, Kammer des Gerichts. Cool. So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Ah, okay. Super. Okay. Wir haben ja gerade alles schon verteilt, also muss ich das jetzt nicht schon wieder machen. Ich erinnere mich noch dumpf dran, dass es hier so mit Gewichten und so jetzt wieder ist. Diese Schnitzereien sind alt. Hunderte von Jahren. Es sieht doch toll aus, oder? Ach, wie so eine indische Gottheit oder so eigentlich. Aber wir sind ja hier eher so im buddhistischen Bereich mit Himiko. Ist ja eine japanische Königin gewesen, tatsächlich. Ja. Hier geht das Gewicht jetzt runter, ne? Ja, super. Okay, dann werde ich mal das Ding hier wohl darauf schmeißen. Wenn es denn mal klappen würde. Ey, das kann doch nicht sein, dass du das jetzt da nicht raufkriegst. Ja, ich bin zu blöd, das Ding hier raufzukriegen. Ich weiß aber auch gar nicht, wozu es gut sein soll. Aber ich glaube, das wird ihn bestimmt noch nutzen. So. Toll. Und das fällt jetzt runter. Mhm. Klappt toll. Ja, ich bin begabt. So. Kriege ich dafür Bergungsgut oder sind die einfach nur so da? Zum Anzünden. Okay. Ich soll sie so anzünden. Nicht mit meinen Pfeilen. Und du sollst dich nicht darunter stellen. Ich verstehe. Das könnte ich als Rampe benutzen. Ich muss ihn nur mit irgendwas beschweren. Ja, habe ich mir fast gedacht. Okay, alles klar. Gut. Hier hast du doch schon deine Beschwerungsmittel. So. Der ist schon mal da. So, auch nochmal zwei. Was mache ich jetzt eigentlich? Da ist auch noch ein dritter. Wie komme ich da ran? Kann ich auf die Statue hüpfen? Nein, kann ich nicht. Was mache ich denn mal? Kann das da auch noch irgendwie? Aha. Und dann Bums. Jawohl. Und da ist der dritte Ballast, sozusagen. Mhm. Das müsste jetzt eigentlich langsam Gewicht sein, was da runter geht, aber es bringt mir anscheinend immer noch nicht viel. Da muss ich nämlich... Ach, da kann ich ran jumpen, merke ich gerade. Aber kommt sie da auch so ran? Kommt sie da ran? Oder muss ich da... Nee. Wäre ja auch zu einfach, aber ich sehe, dass ich da klettern kann. Das sehe ich. Wie mache ich das? Das mache ich im nächsten Part. Dann grübel und rätsel ich weiter. Bis dann.